Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 57, Antrag der Fraktion der SPD, Konsequenzen aus dem rassistischen Anschlag von Hanau ziehen, mit Tagesordnungspunkt 62, Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und Tagesordnungspunkt 95, das ist der Dringliche Antrag der Fraktion DIE LINKE. Wir beginnen mit der Kollegin Nancy Faeser für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kampf gegen den Rechtsextremismus hat mich persönlich in die Politik geführt und zur Sozialdemokratie, zur Partei von Otto Welz, Kurt Schumacher, Marie Juchatz, Elisabeth Selbert und Willy Brandt. Als ich als Jugendliche begann, mich für Politik zu interessieren, sagte man, wehret den Anfängen. Heute, muss ich sagen, ist es dafür viel zu spät. Danke schön. Wir müssen Rassismus und Rechtsextremismus mit aller Entschlossenheit bekämpfen. Denn Rechtsextremismus, ob in den Parlamenten oder davor, haben ein klares Ziel. Sie wollen unsere freie, offene und vielfältige Gesellschaft zerstören. Wehret den Anfängen. Wie soll das gelten, wenn allein seit 1990 fast 200 Menschen deutschlandweit rechtsextremistisch motivierter Gewalt zum Opfer fielen? Vor einem Jahr wurde von diesem Pult 61,4 Kilometer entfernt 9 junge Menschen ermordet, und zwar aus rassistischen Gründen. Und wir sind es Ihnen und Ihren Familien schuldig, dass wir diesen Anschlag vom 19. Februar 2020 umfassend aufklären, meine Damen und Herren. Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Mercedes Kipac, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu und Said Neza Hashemi wurden vor einem Jahr aus rassistischen Motiven brutal Ermordeten aus unserer Mitte gerissen. Sie fehlen. Keine politische Debatte, ohne die Opfer zu nennen, meine Damen und Herren. Wir hatten im Februar eine, wie ich finde, sehr würdige Veranstaltung zum Gedenken in diesem Hause. Mein Dank gilt dafür dem Parlamentspräsidenten Boris Rhein. Ein Jahr nach dem furchtbaren rassistischen Anschlag von Hanau ist es nun an der Zeit, darüber zu reden, welche Maßnahmen wir im Parlament ergreifen müssen, um einen solchen Anschlag möglichst zu vermeiden. Und für solch elementaren Fragen hat es sich aus meiner Sicht auch gelohnt, ein Jahr lang über ein möglichst gemeinsames Vorgehen zu verhandeln. Von anfänglich 5 waren es am Ende nur noch 3 Fraktionen, die verhandelt haben, verhandelt über Veränderungen, für die wir schon seit Jahren kämpfen. Wir haben an vielen Stellen Übereinkunft mit den Regierungsfraktionen gefunden, und ich finde es wichtig, dass wir möglichst viele Übereinstimmungen bei den demokratischen Fraktionen darüber haben, meine Damen und Herren. Ich will aber auch den Dissens klar benennen. Leider hat die Koalition darauf bestanden, sich selbst für angebliche Leistungen im Kampf gegen Rechtsextremismus zu loben. Und das erschien uns angesichts des Leids, das dieser rassistische Terroranschlag für so viele Menschen gebracht hat, völlig unangemessen. Aber auch das will ich klar benennen und deutlich machen am heutigen Tage. Ich bin sicher, dass wir uns mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hier hätten einigen können. Hier einigt uns in der Sache mehr, als uns trennt. Wir brauchen aber beides, wirksame Maßnahmen und eine wirklich schonungslose Aufklärung aller Tatumstände. Ohne eine umfassende Aufklärung und Transparenz kann kein verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden. Die Angehörigen brauchen endlich Antworten auf die vielen quälenden Fragen, die sie sich nun schon seit fast einem Jahr stellen und die durch die neuerliche Berichterstattung neuen Aufwind erhalten. Warum fiel der Täter vor der Tat nicht auf, obwohl er sein Hasspamphlet an die Behörden geschickt hat? Warum war der Notausgang der Arena Bar versperrt? War die Polizeistation an jenem Abend tatsächlich unterbesetzt? Warum war gerade im Polizeipräsidium Südosthessen die Notrufweiterleitung noch nicht zentralisiert, wie Sie, Herr Minister, jetzt einraumen müssten?
Diese Fragen stellen sich die Angehörigen, und die stellen auch wir uns. Und diese Fragen müssen dringend beantwortet werden. Doch es ist wie immer, Herr Staatsminister, Sie informieren nur dann, wenn der öffentliche Druck besonders hoch wird. Das kennen wir nicht erst seit der Affäre um die Drohschreiben vom sogenannten NSU 2.0. Ich frage Sie daher, ist das der richtige Umgang mit den Angehörigen? Finden Sie es richtig, erneut wesentliche Informationen zu lange zurückzuhalten und damit das Leid der Angehörigen zu ignorieren? Und zu guter Letzt, Herr Beuth, finden Sie das menschlich anständig? Ich will heute aber zugleich um Unterstützung für ganz konkrete Maßnahmen werben, die wesentlich zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus sind. Das beginnt bei den ganz Kleinen, bei der Demokratieerziehung in den Kitas. Wir müssen schon im Kita-Alter mit der Demokratieerziehung beginnen. Emotionale Zuwendung, ein gleichberechtigter Umgang und soziale Wertschätzung lassen Sie schon bei den Kleinsten die Basis für eine menschliche Gesellschaft legen. Wir müssen die politische Bildung stärken, in den Schulen, aber auch bei der außerschulischen Bildung, bei den Bildungsträgern, die tolle Jugendarbeit machen. Auch das muss gestärkt werden, meine Damen und Herren. Wir brauchen dringend, und darauf hat auch der Bundespräsident sehr eindrucksvoll hingewiesen, eine Anpassung der Sprache. Und da müssen wir alle mit sehr gutem Beispiel vorangehen. Und ich sage das vor allen Dingen in die rechte Richtung dieses Hauses, wie wichtig Sprache an dieser Stelle ist, respektvolle Sprache, respektvoller Umgang. Und da kann ich nur sagen, wehret den Anfängen. Wir wollen einen Lehrstuhl gegen Rassismus einrichten. Wir wollen die wissenschaftliche Forschung zum Thema Rassismus verbessern. Und das wäre eine wichtige Einrichtung. Wir bedauern sehr, dass Sie unserem Haushaltsantrag dazu nicht zugestimmt haben. Wir wollen ein Antidiskriminierungsgesetz für Hessen etablieren und eine dezentrale Antidiskriminierungsstelle einrichten. Neben einer gesetzlichen Grundlage brauchen wir in Hessen Anlaufstellen, an die sich die Opfer von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen weiter wenden können. Wir wollen nach dem Vorbild von NRW einen Demokratiebericht einfordern und einführen, weil der wichtig ist, aufzuzeigen, wo sind die Probleme, wo kann Jahr für Jahr nachgebessert werden. Wir wollen die zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen, die so unglaublich tolle Arbeit leisten, unterstützen. Sie brauchen eine verlässliche, konstante Finanzierung. Das fordert die Sozialdemokratie in Hessen schon seit Jahren. Es wird Zeit, dass das endlich umgesetzt wird, meine Damen und Herren. Wir wollen eine Landesstiftung für Demokratie, Aufklärung und politische Bildung mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Wir halten es für dringend erforderlich, dort die Opfer von rechtsextremer Gewalt zu unterstützen, die Hinterbliebenen auch finanziell zu unterstützen, aber vor allen Dingen Bildungsarbeit zu stärken. Wir brauchen eine Kultur des Widerspruchs in Polizei- und Sicherheitsbehörden sowie der Justiz, Polizei und dort auch eine deutlich personell bessere Ausstattung, meine Damen und Herren. Und es umfasst die Aus- und Weiterbildung genau und gleichermaßen. Einen echten Polizeibeauftragten für Hessen fordern wir. Wir brauchen, und das hat ja sogar der BDK bei der Anhörung gesagt, eine echte Whistleblower-Funktion, an die man sich anonym wenden kann. Das erscheint uns in Hessen zwingend notwendig, meine Damen und Herren. Wir müssen die Aussteigerprogramme für Rechtsextreme weiter ausbauen. Ein ganz wesentlicher Punkt, denn sie bieten Personen, die aus der Szene aussteigen wollen, aber auch den Eltern und Angehörigen Hilfe. Dort brauchen wir dringend Unterstützung. Für uns, und das habe ich an dieser Stelle, glaube ich, schon sehr oft gesagt, ist es wichtig, ebenso wie mein Kollege Günther Rudolph, die Kontrolle des Verfassungsschutzes weiter ausbauen zu können, und zwar die parlamentarische Kontrolle mit einer Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit einer Aufstockung der Stelle hier im Hessischen Landtag. Dafür werben wir sehr. Auch das wurde leider im Haushalt abgelehnt, meine Damen und Herren.
Wir wollen endlich ein Landesversammlungsgesetz schaffen. Das steht ja auch in Ihrem Koalitionsvertrag. Deswegen wären wir sehr dankbar, wenn wir das endlich gemeinsam umsetzen können. Zu guter Letzt brauchen wir eine Verschärfung des Waffenrechts. Es dürfen keine Waffen an Extremisten gegeben werden. Das ist für die Sozialdemokratie ein ganz entscheidender Punkt. Meine Damen und Herren, Hanau war kein Einzelfall. Und es ist zu spät, den Anfang zu wehren. Doch wir müssen jetzt handeln, wenn wir verhindern wollen, dass noch mehr Familien um ihre Kinder weinen müssen. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg beschreiten und Rechtsextremismus in Hessen endlich konsequent bekämpfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Matthias Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bislang ist es gelungen, gemeinsam der Opfer zu gedenken, die Hinterbliebenen zu unterstützen und klare Zeichen gegen Rassismus und Hass zu setzen. Ich erinnere daran, dass wir als Hessischer Landtag uns unmittelbar nach dem Anschlag im vergangenen Jahr entschieden haben, unsere Plenarwoche abzubrechen angesichts der schrecklichen und rassistischen Tat. Ich erinnere an die, wie ich finde, sehr würdige Gedenkveranstaltung im Jahr 2020 in Hanau. CDU, SPD, Grüne und FDP haben sich gemeinsam entschieden, Haushaltsmittel für einen Opferfonds bereitzustellen. Und die genannten Fraktionen waren sich auch einig, dass wir die Strukturen in Hanau, die in den betroffenen Stadtteilen jetzt arbeiten, durch zusätzliche Stellen unterstützen wollen. Und auch wir waren uns einig, im Februarplenum in diesem Hessischen Landtag zum Jahrestag des Anschlages gemeinsam zu gedenken. Heute liegen jetzt mehrere Anträge vor. Ich bedauere ausdrücklich, dass es trotz mehrmonatiger Bemühungen nicht gelungen ist, zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen. Mir ist aber eines wichtig. Auch jetzt gibt es wieder bei diesem Thema mehr Gemeinsames als Trennendes. Ich halte das für entscheidend, weil von dieser ersten Landtagssitzung nach dem Jahrestag des Anschlages von Hanau muss nach meiner festen, nach meiner tiefen Überzeugung ein eindeutiges und ein unmissverständliches Signal ausgehen. Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus haben keinen Platz in Hessen. Wir sind in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Familien, bei ihren Angehörigen. 9 Hanauerinnen und Hanauer wurden von einem Rassisten brutal ermordet. Sie waren Söhne, Töchter, Mütter, Brüder oder Schwestern, Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt und unseres Landes. Eines waren sie nicht. Sie waren keine Fremden, sie waren Menschen, meine Damen und Herren. Wir sind den Opferfamilien verpflichtet, sie in ihrem Schmerz, in ihrer schwierigen Lebenssituation zu unterstützen. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Deshalb sind im Landeshaushalt bereits Mittel für einen Opferfonds eingestellt. Und deshalb werden wir in den nächsten Wochen sehr konkret gemeinsam mit SPD und FDP beraten, wie wir diesen Opferfonds jetzt konkret ausgestalten. Wir haben ihn gemeinsam auf den Weg gebracht. Wir wollen ihn auch möglichst gemeinsam gestalten. Und wir sind den Opferfamilien verpflichtet, ihre Fragen zur Tatnacht und den Umständen der Tat, diese Fragen zu stellen.
zu bearbeiten. Sie haben jedes Recht, zu erfahren, was war. Diesen Fragen geht aktuell der Generalbundesanwalt nach. Er wird nach dem, was man hört, in den nächsten Tagen vielleicht schon, vielleicht in den nächsten Wochen, seinen Abschlussbericht vorlegen oder seinen Ermittlungsbericht vorlegen. Auch dann werden Fragen offen bleiben. Diesen Fragen muss nachgegangen werden, und deshalb muss sich eine Aufklärung durch das Land anschließen. Und genau diese Aufklärung, die Beantwortung der Fragen der Opferfamilien, hat der hessische Ministerpräsident den Familien auch bereits zugesagt. Lassen Sie uns wiederum gemeinsam überlegen, wie wir diese Aufarbeitung gemeinsam gestalten können. In der Debatte ist der Vorschlag dazu, eine unabhängige Kommission einzusetzen. Lassen Sie uns auch diesen Vorschlag in unsere Überlegungen einbeziehen. Wir sind für eine Debatte darüber ausdrücklich offen. Aber es braucht nicht nur die Aufarbeitung der Tat. Es braucht auch eine Debatte und konkrete Maßnahmen, wie wir den Kampf gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit und gegen Rechtsextremismus verstärken können. Denn trotz all der Maßnahmen, die bereits ergriffen wurden, und ich glaube, darüber müssen wir eigentlich in diesem Parlament nicht streiten, ist dieser Anschlag von Hanau geschehen. Wir können keine absolute Sicherheit vor Verbrechen oder vor extremistischen Anschlägen versprechen. Wir können aber versprechen, alles Menschenmögliche zu tun, dass es solche Anschläge möglichst nicht gibt. Der oft zitierte Satz, Frau Kollegin Faeser hat ihn auch angesprochen, wehret den Anfängen, er stimmt nicht mehr. Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Rechtsradikalismus sind schon viel zu weit fortgeschritten in Deutschland und in Hessen. Und deshalb müssen wir unsere Anstrengungen intensivieren, deshalb müssen wir den Kampf gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, gegen Menschenfeindlichkeit vertiefen. Und da finde ich viele gute und wichtige Punkte in allen Anträgen, die heute hier vorliegen. Man kann das grob in vier Bereiche strukturieren. Wir müssen uns um die Verbesserung der gesellschaftlichen Strukturen kümmern. Da denke ich vor allem an die Demokratieförderung von klein auf, aber auch in der Weiterbildung und überall. Ich denke an die Verbesserung der staatlichen Strukturen. Hier wird es um die Sicherheitsbehörden, um eine Fehlerkultur, um ein neues Leitbild für unsere Sicherheitsbehörden gehen, wie wir es jetzt mit der bereits eingesetzten Expertenkommission erarbeiten wollen. Es muss auch um die Überprüfung und Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen gehen. Hier ist das Waffenrecht zentral und der Punkt, dass wir es möglichst erreichen, dass in den Händen von Extremisten keine Waffen sind. Und es muss um die Förderung von wissenschaftlichen Erkenntnissen gehen, welche Strukturen es gibt, wie diese Strukturen entstehen und wie wir vermeiden können, dass Menschen in solche extremen und rassistischen Strukturen abgleiten. Und eine konkrete Maßnahme dazu ist sicher auch eine Landtagsanhörung zum Thema Rechtsextremismus. All diese Punkte finden sich in den vorliegenden Anträgen. Und deshalb betone ich zum Schluss noch einmal, meine Damen und Herren, lassen Sie uns streiten, wo es notwendig ist. Und das ist selbstverständlich auch bei diesem Thema notwendig. Aber lassen Sie uns bei diesem Streit nicht übersehen, dass zwei Botschaften ganz zentral sind und die eint alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus. Wir stehen an der Seite der Opfer und ihrer Familien. Und die zweite klare Botschaft ist, Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus haben keinen Platz in Hessen. Das darf bei allem Streit nicht vergessen gehen und muss im Zentrum dieser Debatte stehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Nächster Redner ist der Abg. Christian Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Niemand von uns muss sich vorstellen, niemand von uns kann sich vorstellen, was der Amoklauf von Hanau in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar 2020 für die Angehörigen bedeutet. 9 junge Menschen wurden mitten aus dem Leben gerissen, und die seelischen Wunden bei den Überlebenden, die werden ein Leben lang bleiben, so viel ist sicher. Und es ist vielfach gesagt worden, aber ich wiederhole es ganz bewusst, diese Tat war eine Zäsur. Sie war eine Zäsur für uns. Jeder von uns kann sich an diesen Morgen erinnern, als er aufgewacht ist mit den schrecklichen Nachrichten. Matthias Wagner hat gesagt, wir haben die Landtagssitzung einvernehmlich abgebrochen, denn das war ein Symbol von vielen, dass man nach so einer Tat nicht zum normalen Betrieb übergehen kann. Das war allen Beteiligten von Anfang an klar. Und seitdem beschäftigen wir uns mit der Aufarbeitung, mit der Beratung über die Folgen. Die erste große parlamentarische Befassung war im Mai vergangenen Jahres im Innenausschuss. Dort hat Bundesanwalt Beck, ich zitiere ihn, von einem beispiellosen rassistischen Terroranschlag gesprochen. Ich kann nur unterstreichen, an diesen Ausführungen ist jedes Wort richtig. Er hat es voll auf den Punkt getroffen. Die Bewertung der Generalbundesanwaltschaft, aber auch der Politik über die Fraktionsgrenzen hinweg, ist vollkommen richtig und zutreffend. Daher ist es richtig, hier auch von einer beispiellosen Zäsur zu sprechen. Der Anschlag von Hanau, wenn wir jetzt bei der Beratung der Folgen sind, der verpflichtet uns als Politik und auch die gesamte Gesellschaft zu mehreren. Da sind wir auch gar nicht weit auseinander. Einmal, das Erste ist das Gedenken. Wir dürfen die Opfer nicht vergessen. Sie werden auch nicht vergessen werden. Ich glaube, so viel ist sicher. Aber wir werden sie nicht vergessen. Wir dürfen sie nicht vergessen. Das ist unser erster Auftrag. Der zweite Auftrag, da ist auch viel Richtiges schon zu gesagt worden von Nancy Faeser und von Matthias Wagner, der zweite Auftrag ist die Aufklärung der Tat. Wir schulden es den überlebenden Angehörigen, wir schulden es aber auch, glaube ich, der gesamten Gesellschaft, allen Hessinnen und Hessen. Und ich will auch sagen, nach meinem Eindruck leistet der Generalbundesanwalt, der bislang die Ermittlungen jetzt führt und auch möglicherweise demnächst dann für sich abschließen wird, hier eine sehr, sehr gute Arbeit. Wir sind auch gut informiert worden, mehrfach als Parlamentarier. Und das ist auch meine Beobachtung, er wird aus Hessen von den Sicherheitsbehörden nach allen Kräften und sehr, sehr gut unterstützt. Der dritte Punkt ist die Frage der Haltung. Von uns allen muss weiterhin das Signal ausgehen, für Rassismus und Rechtsextremismus ist in Hessen kein Platz. Wir dulden dies nicht unter uns. Die Opfer waren keine Fremden, das ist richtig. Sie waren Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Jeder, der dort getroffen wurde, war ein Hesse oder eine Hessin. Und viertens, die Tat verpflichtet uns zum Handeln. Darüber beraten wir heute im Schwerpunkt. Gedenken und Bekenntnisse und Erinnerungen, das ist alles wichtig, aber für uns als Abgeordnete nicht ausreichend und für uns als Politik auch zu wenig. Deshalb, das ist ganz klar und darüber sind wir uns auch einig, sind wir gefordert, unsere Anstrengungen gegen Rassismus und Rechtsextremismus noch weiter zu verstärken. Wahr ist, das hat Matthias Wagner sehr zutreffend gesagt, dass die vielen Maßnahmen, die es ressortübergreifend zum Teil schon seit Jahren gab, diesen Anschlag nicht verhindern konnten. Wir haben schon seit vielen Jahren besondere Aufbauorganisationen rechts bei allen hessischen Polizeipräsidien. Wir betreiben Extremismusprävention. Wir haben neu aufgelegt in dieser Wahlperiode das Programm Hessen gegen Hetze. Wir haben schon seit vielen Jahren das Programm Deradikalisierung im Strafvollzug und vieles mehr. Ich erspare mir, das alles aufzuzählen. Wir haben es in dem Antrag auch zum Teil dargelegt. Und ich möchte ganz ausdrücklich an dieser Stelle auch den Verfassungsschutz nennen. Dessen Präsident Robert Schäfer macht aus meiner Sicht eine hervorragende Arbeit. Seit vielen, vielen Jahren weist er immer wieder auf die Bedrohung durch den Rechtsextremismus hin, in jeder öffentlichen Stellungnahme. Und er selbst auch als Person, und er ist sehr, sehr glaubwürdig in dieser Frage, hat alles in seiner Macht Stehende auch getan, darauf hinzuwirken, dass dieser Bereich gestärkt wurde. Und ich möchte auch ganz ausdrücklich dabei hervorheben, dass er da von Anfang an immer die volle Rückendeckung auch des hessischen Innenministers Peter Beuth hatte und der regierungstragenden Fraktionen. Seit vielen, vielen Jahren stärken wir diesen Bereich. Das gilt für jede Haushaltsberatung, der ist durch Stellen gestärkt worden, durch Ausstattung.
Ich habe eben einige Programme genannt, die wir neu aufgelegt haben in dieser Wahlperiode oder auch schon in der vergangenen Wahlperiode. Und deshalb sind alle Vorwürfe, auch diese Behörde, der Verfassungsschutz oder auch die hessische Polizei, sei auf dem rechten Auge blind, die immer wieder auch erhoben werden, die sind absurd. Und die weise ich auch an dieser Stelle, auch in dieser Debatte zurück. Aber wir wollen künftig noch viel mehr machen, und ich würde mir wünschen, dass wir das gemeinsam machen. Genannt worden ist schon der Opferfonds. Das ist das Mindeste, was wir tun können für die Angehörigen. Es ist für uns alle wichtig, die Verbesserung gesellschaftlicher Strukturen. Da ist sehr vieles schon genannt worden. Da stehen wir auch voll und ganz dahinter. Die Aufklärung. Und wir sehen auch künftig den Kampf gegen Rassismus und Extremismus als gesamtstaatliche Aufgabe und nicht nur als innenpolitische Frage an. Und zum heutigen Setzpunkt ist es nun leider nicht zu einer gemeinsamen Initiative gekommen. Auch das wurde schon gesagt. Sozialdemokraten haben die Verhandlungen an einer Stelle dann irgendwann beendet und den eigenen Antrag eingereicht. Das bedauere ich auch ausdrücklich. Ich nehme Ihnen ausdrücklich das ernsthafte Bemühen auch ab um diese Frage. Ich will aber auch hervorheben, dass ich mich ganz besonders bedanken will, auch beim Kollegen Matthias Wagner, der über das vergangene Jahr sehr, sehr viel Energie hereingesteckt hat, immer wieder tätig geworden ist und versucht hat, gemeinsam mit unserer Fraktionsvorsitzenden Ines Klaus hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Dazu ist es dann ganz am Ende nicht gekommen. Das ist als Signal nicht ganz so glücklich, aber dennoch, glaube ich, sollten wir heute mehr nach dem suchen, was uns verbindet, als nach dem, was uns trennt. Was ich an dieser Stelle aber nicht so stehen lassen kann, Frau Kollegin Faeser, weil es mit einem Schlenker eben in Frageform zwar präsentiert wurde, aber aus meiner Sicht nicht gut hierher passt. Sie haben in Frageform den Minister angesprochen und ihm so mehr oder weniger auch den Anstand in dieser Frage abgesprochen, zumindest konnte man das so heraushören. Das, glaube ich, wird der Sache nicht gerecht. Das ist auch unangemessen, wenn man Peter Beuth kennt und das, was er in den letzten Jahren auch gerade in diesem Bereich getan hat. Das sollten wir uns, glaube ich, bei dieser Debatte heute hier besser verkneifen. Wir kommen aber zurück zum Verbesserungsbedarf. Der ist an vielen Stellen da, da sind wir uns einig, das habe ich auch ausgeführt. Wir sollten aber nicht so tun, als würden wir bei Null anfangen. Ich habe eben auch ausgeführt, was wir alles schon getan haben. Wir waren bereit, auch bei vielen relevanten Fragen diesem Antrag auf die Sozialdemokraten zuzugehen. Nur eins, um es jetzt noch einmal zusammenzubinden. Was wir nicht mittragen werden, ist das Narrativ, dass wir bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus ganz bei Null anfangen. Das wird es mit der CDU nicht geben, und das ist auch schlichtweg falsch. Wahr hingegen ist, das hat Matthias Wagner eben auch klipp und klar gesagt, zur Wahrheit zählt, wir werden solche Anschläge nie mit aller Sicherheit verhindern können. Wir werden aber alles tun, was in unserer Macht steht, damit es möglichst schwer wird, für künftige Täter zu handeln. Und da sind wir bei den Mitteln des Staates. Und ich will auch klipp und klar sagen, über das hinaus, was alles schon genannt ist, an den Dingen, die im Bereich Bildung zu tun ist, die auch in der frühkindlichen Bildung zu tun sind, darüber hinaus könnten wir uns als CDU auch bei der Änderung des Rechtsrahmens deutlich mehr vorstellen. Wir haben uns immer wieder auch für Rechtsänderungen stark gemacht. Das ist bekannt auf Landes- wie auch auf Bundesebene. Und die notwendigen Mehrheiten dafür, die wir uns immer auch mal wieder gewünscht hätten, die kamen hin und wieder leider auch nicht zustande. Vieles lag nicht an der CDU, was wir gerne auch im Rechtsbereich uns anders hätten vorstellen können. Ich nenne als Beispiele nur die Vorratsdatenspeicherung, eine rechtssichere Regelung, die halte ich immer noch für möglich. Wir haben uns lange schon für die Verlängerung der Prüf- und Löschungsfristen ausgesprochen. Das ist nie an uns gescheitert. Wir können uns auch vorstellen, die Instrumente der Online-Durchsuchung und der Quellen-TKÜ auch auf den Verfassungsschutz auszuweiten. Das ist bekannt. Und wir wollen auch eine Verbesserung generell der Weitergabe und Nutzung von Daten der Verfassungsschutzbehörden und von Erkenntnissen auch des Landesamtes für Verfassungsschutz. Und da sind wir uns, glaube ich, dann wieder stärker einig. Wir wollen auch künftig die Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden regelmäßig bei der Versagung von Waffenerlaubnissen stärker genutzt werden. Denn, um es pointiert zusammenzufassen, ich glaube, dass die Demokratieerziehung im Kindergarten und in den Schulen allein, die wird nicht ausreichen, dem harten Kern der Extremisten in diesem Land Herr zu werden, gerade nicht bei den Rechtsextremisten. Wenn es auf diese kleine Personengruppe, die aber brandgefährlich ist, am Ende, wenn es darauf zuläuft, brauchen wir auch die volle Härte des Rechtsstaates. Und wenn es dann dort zum Schwur kommt, würde ich mir auch manchmal dort mehr Unterstützung auch wirklich wünschen. Ich komme zum Schluss.
Niemand kann diese Morde ungeschehen lassen. Als Landtag müssen wir aber, da sind wir uns breit hier einig, unter den demokratischen Fraktionen müssen wir die Schlussfolgerungen ziehen. Wir sind als CDU hier weiter bereit, auch den anderen Fraktionen die Hand entgegenzustrecken und hier, soweit es irgendwie für alle Beteiligten möglich ist, gemeinsam tätig zu werden. Wir wollen weiter der Opfer gedenken, die Umstände der Tat aufklären, den Angehörigen helfen und soweit dies durch staatliches Handeln möglich ist, dazu beitragen, durch Prävention und auch durch Repression und auch durch Änderung des Rechts, solche Taten in Zukunft zu verhindern. Das sehen wir als Aufgabe des Parlaments an, des gesamten Parlaments. Diese Aufgabe ist zu groß, um sie mit kleiner politischer Münze hier auszutragen zwischen den Fraktionen. Lassen Sie uns gemeinsam an dem arbeiten, was im Großen und Ganzen gut begonnen hat. Lassen Sie uns mehr gemeinsam tun, als das, was uns trennt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Kollegin Janine Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau 9 Menschen ermordet. Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nessa Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpatsch, Kaloyan Velko, Fatih Sarajolu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. Sie wurden aus rassistischen Motiven ermordet. Junge Menschen, die ihren Abend mit Freunden gearbeitet haben oder sich am Kiosk etwas zu essen kauften. Und unsere Solidarität und unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und den Überlebenden. Niemand kann wieder gutmachen, was ihnen zugestoßen ist. Aber das Mindeste, wofür wir uns einsetzen können, ist, dass ihre Fragen beantwortet und die Hintergründe aufgeklärt werden, dass sie Unterstützung erhalten und dass endlich Konsequenzen gezogen werden. Denn Hanau ist kein Einzelfall. Rechter Terror ist kein neues Phänomen. Das Oktoberfestattentat, die Anschläge von Rostock, Mölln und Solingen, die Mordserie des NSU, der Mord an Walter Lübcke, Halle, Hanau. Über 200 Menschen wurden seit 1990 durch rechte Gewalt getötet. Immer wieder trauern Familien um ihre Angehörigen, fühlen sich Menschen schutzlos, werden die Opfer verdächtigt und kriminalisiert. Rechter Terror wurde viel zu lange geleugnet, rechte Netzwerke verharmlost und nicht ernst genommen. Und immer wieder ist die Rede von einer Zäsur, wenn so etwas passiert, und immer wieder passiert nichts. Und die Opferfamilien und die Initiative 19. Februar fordern zu Recht Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Erinnerung, ein würdevolles Gedenken und Erinnern im öffentlichen Raum als Mahnung und damit die Tat und die Namen der Opfer nicht vergessen werden. Es darf keinen Schlussstrich geben. Gerechtigkeit, ein Opferfonds, der die Gefahr von Rechts und durch Rassismus benennt und anerkennt, der mit ausreichenden Mitteln ausgestattet ist und schnell Hilfe leistet. Man kann den Verlust eines Menschen nicht mit Geld ausgleichen, aber man kann dafür sorgen, dass die trauernden Familien ohne Existenznot leben können. Der Opferfonds, den Schwarz-Grün aufgelegt hat, hat für viel Enttäuschung gesorgt in Hanau bei den Familien. Zur Gerechtigkeit gehört auch, Fehler im Umgang mit den Angehörigen einzuräumen, sich dafür zu entschuldigen. Armin Kurtovic, Hamzas Vater, sagte, er glaube, dass vieles anders gelaufen wäre, wenn die Opfer andere Namen hätten, wenn sie Stefan und Marie geheißen und in Waldis Bierkeller gesessen hätten. Wäre auch ein schwer verletzter junger Deutscher ohne Migrationsgeschichte von der Polizei als erstes nach seinem Ausweis gefragt worden? Als der Vater des Täters, der die Gesinnung seines Sohnes teilt und sogar dessen Waffen zurückforderte, nach Hanau zurückkam, gab es eine Gefährderansprache gegenüber den Opferfamilien. Warum? Warum keine Gefährdetenansprache? Opfer von rechter Gewalt brauchen Hilfe und sie brauchen Solidarität. Aufklärung. Der Anschlag in Hanau und die Fehler der staatlichen Behörden müssen lückenlos aufgeklärt werden. Innenminister Beuth hat mehrfach erklärt, dass der Polizeieinsatz in der Nacht gut gelaufen sei.
Und es wird immer deutlicher, dass es nicht so ist. Viele Fragen sind immer noch nicht beantwortet, auch ein Jahr nach der Tat. Warum hat der Täter legal Waffen besessen, obwohl er auffällig war? Warum war der Notruf in der Nacht nicht erreichbar? Der Vater des ermordeten Willi Viorel Paun hat anhand dessen Handys herausgefunden, dass Willi den Täter gestört und verfolgt hat und damit möglicherweise verhindert hat, dass es noch mehr Tote gab. Warum kam das nicht von der Polizei? Warum musste der Vater das öffentlich machen, meine Damen und Herren? Warum war der Notausgang in der Arena-Bar verschlossen? Welche Rolle spielte der Vater des Täters, der das rechte Weltbild seines Sohnes teilt und weiterhin in der direkten Nachbarschaft der Familien lebt? Diese Fragen quälen die Familien seit über einem Jahr. Und solange sie nicht beantwortet werden, kommen die Familien nicht zur Ruhe. Und wenn dieser Innenminister nicht zur Aufklärung beiträgt, dann müssen alle parlamentarischen Mittel ausgeschöpft werden, um hier zur Aufklärung zu kommen, meine Damen und Herren. Die Angehörigen der Opfer fordern, dass Hanau nicht eine weitere Station von vielen sein darf. Hanau muss die Endstation sein. Und deshalb müssen endlich die dringend notwendigen Konsequenzen gezogen werden in Hessen und bundesweit. Nach so vielen Anschlägen und rechten Bedrohungen, gerade in Hessen, NSU, der Mord an Walter Lübcke, Wächtersbach, Hanau, rechte Chatgruppen bei der Polizei, Morddrohungen des NSU 2.0. Wer rechte Gewalt und Terror beenden will, der muss die rechten Netzwerke erkennen, die rechte Szene konsequent entwaffnen und Rassismus in all seinen Formen den Kampf ansagen, meine Damen und Herren. Es muss Schluss sein mit dem Gerede von Einzelfällen und Einzeltätern, mit dem Verschweigen und Verharmlosen von rechten Vorfällen in Sicherheitsbehörden. Und da ist der vorliegende Antrag von CDU und Grünen wenig hilfreich. Kein selbstkritisches Wort. Kein Wort zu Fehlern rund um den Anschlag von Hanau. Kein Wort zu rechten Netzwerken in der Polizei, zu illegalen Datenabfragen oder zu hessischen Neonazis in der Bundeswehr. Kein Wort zu den wiederholten Fehlleistungen des sogenannten Verfassungsschutzes. Selbstlob, meine Damen und Herren, ist hier vollkommen unangebracht. Sie zählen wieder auf, wie viel Geld und Material Sie in die Polizei und in den Verfassungsschutz gesteckt haben. Das Landesamt für Verfassungsschutz, eine Behörde, in deren Abgründe wir im NSU-Untersuchungsausschuss 5 Jahre lang schauen konnten und die wie keine andere Argumente für ihre eigene Abschaffung geliefert hat. Der Anwalt der Familie Lübcke sprach im Prozess von einem Komplettversagen des Verfassungsschutzes. Der Staat sei nach dem NSU nicht aufgewacht. Der Mörder Lübkes war ein bekannter und vorbestrafter Neonazi, der auch im NSU-Untersuchungsausschuss Thema war. Und wenn ich mir die Rolle der Geheimdienste bei der Geschichte des NSU und dem Umgang mit Rechtsstrukturen anschaue, dann stelle ich fest, dass jede lokale Antifa-Gruppe mehr zur Aufklärung rechter Strukturen beigetragen hat als die Verfassungsschutzämter mit ihren Tausenden von Mitarbeitern. Ganz im Gegenteil. Das LRV hat die Aufklärung tatkräftig verhindert, Akten geschwärzt und für 120 Jahre als geheim eingestuft. Nach dem NSU wurden weder die Strukturen noch die Kontrolle verändert. Es gibt mittlerweile in Hessen so viele Verfahren gegen rechte Polizisten, dass man wirklich den Überblick verliert. Auch dazu nichts in Ihrem Antrag. Polizisten, die illegal Daten abrufen, die in Chatgruppen Nazi-Bilder verschicken, die sich ein privates SS- und Nazi-Museum eingerichtet haben. Und über alles das berichtet der Innenminister immer erst dann, wenn es in der Zeitung steht. Statt Verantwortung zu übernehmen und die Opfer zu schützen, ducken Sie sich weg, Herr Minister. Seit 2,5 Jahren wird die Frankfurter Anwältin Sedat Bashar Yildiz und ihre Familie vom sogenannten NSU 2.0 bedroht. Ihre persönlichen Daten und ihre Adresse wurde von einem Polizeicomputer abgefragt. Sie ist umgezogen. Sie hat ihre Adresse gesperren lassen. Trotzdem kennt der Täter den neuen Wohnort. Und auf Empfehlung des LKAs hat sie ihr Haus aufrüsten lassen für 5.000 €, damit es sicherheitstechnisch besser ist. Und jetzt weigert sich das Innenministerium, die Kosten dafür zu übernehmen, obwohl sie als gefährdet eingestuft ist und die Daten von einem Polizeicomputer kommen. Und dann schreibt Ihr Landespolizeipräsident Ullmann, der spricht dann noch Sedat Bashar Yildiz in einem Brief sein Bedauern aus, dass sie sich bedroht fühlt, auch eine schöne Formulierung, aber sie habe keinen Anspruch auf Erstattung, da es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Datenabfrage in Ausübung eines öffentlichen Amtes erfolge. Bei so viel Ignoranz fehlen mir die Worte. Gerade nach dem Mord an Walter Lübcke, der auch vorher Drohbriefe bekommen hat. Und bei Verbesserung staatlicher Strukturen fällt Ihnen in Ihrem Antrag als allererster Punkt Wertschätzung der Sicherheitsbehörden ein. Das ist Ihr erster Punkt, nicht etwa Kampf gegen institutionellen Rassismus, Verbesserung der Polizeiausbildung, Kampf gegen rechte Strukturen innerhalb der Polizei. Dann schlagen Sie wieder eine Anhörung vor zum Thema Rechtsextremismus. Wie viele denn noch? Wir können das machen, aber wir haben doch kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Diese Landesregierung und dieser Innenminister haben ein Umsetzungsproblem.
nötig, die Konsequenzen, die nötig sind, liegen doch auf der Hand. Null Toleranz gegenüber rechten Strukturen in Sicherheitsbehörden. Dort sind sie besonders gefährlich, weil man Zugang zu Waffen und sensiblen Daten hat. Eine unabhängige Stelle, die solche Fälle aufklärt. Die konsequente Entwaffnung der rechten Szene. Schluss mit dem V-Leute-System. Kriminelle Neonazis dürfen nicht dafür bezahlt werden, dass sie Nazis sind und auch noch vor Strafverfolgung zum Teil geschützt werden. Wir brauchen eine Stärkung der zivilgesellschaftlichen Projekte, weil wer die Gewalt von rechts bekämpfen will, der muss dem alltäglichen, dem strukturellen Rassismus in der Gesellschaft und den staatlichen Behörden den Kampf ansagen. Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus und Antiziganismus. Die Wut und die Verzweiflung über diesen strukturellen Rassismus sind doch auch in Hanau deutlich geworden. Hören wir den Menschen zu, wenn sie erzählen, wie demütigend und wie beschämend es ist, immer und immer wieder anlasslos in Polizeikontrollen zu kommen, vor den Augen von Passanten und Nachbarn. Serpil Unva, die Mutter von Ferdat, fragt, warum müssen Eltern ihren Kindern sagen, dass sie sich in der Schule mehr anstrengen müssen als andere, weil sie nicht die gleichen Chancen haben? Wie schwierig es ist, mit nicht deutschem Namen eine Wohnung zu finden oder einen Arbeitsplatz. Das Gefühl, Menschen zweiter Klasse zu sein, nicht dazuzugehören, anders behandelt zu werden, Vorurteilen ausgesetzt zu sein. Die Diskriminierung bei Behörden, bei der Wohnungssuche, in der Schule, die müssen beseitigt werden. Racial Profiling muss unterbunden werden und zivilgesellschaftliche Initiativen und Beratungsangebote gegen rechte Gewalt müssen gestärkt, finanziell besser ausgestattet und langfristig gesichert werden. Ja, und wir müssen auch die geistigen Brandstifter benennen, die mit ihrer Hetze dafür sorgen, dass ein Klima entsteht, in dem sich Täter ermutigt fühlen, die von Messermännern, Kopftuchmädchen und anderen Taugenichtsen sprechen, deutsche Geschichte relativieren und rassistische Parolen verbreiten, so wie die AfD das ja auch hier regelmäßig im Landtag tut. Aber, und das finde ich wichtig, was Nancy Faeser gesagt hat, die Frage, wir müssen alle auf unsere Worte achten. Und da reicht es nicht nur, nach rechts außen zu zeigen. Wir haben einen Bundesinnenminister, der davon gesprochen hat, dass die Migration die Mutter aller Probleme sei. Was sagt man damit über ein Drittel der in Deutschland lebenden Menschen? Man erklärt sie zum Problem. Und auch das bereitet ein Klima, das gefährlich ist und wo Menschen zu Opfern werden. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Unsere Solidarität gilt allen Menschen, die tagtäglich Rassismus bekämpfen und die Opfer von rechter Gewalt und Bedrohung werden. Statt zivilgesellschaftliches Engagement gegen Recht zu stärken, werden Antifa-Bündnisse, Anti-Nazi-Bündnisse immer wieder kriminalisiert. Dabei sind doch die Menschen, die sich tagtäglich den Rechten in den Weg stellen, der beste Verfassungsschutz. Und gegen die Gefahr von rechts helfen eben nur breite zivilgesellschaftliche Mobilisierungen, lokale Bündnisse, die Omas gegen rechts, Black Lives Matter, die Initiative 19. Februar und die Bildungsinitiative Ferdat Unva und Aufstehen gegen Rassismus und viele andere auch Menschen, die sich als Demokratinnen und Demokraten tagtäglich einsetzen gegen Rassismus und rechte Gewalt. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner ist der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist immer ein schwerer Moment, wenn man zu solchen Themen hier im Hessischen Landtag sprechen muss, sprechen darf. Es ist eine Frage, wie können wir als demokratisch gewählte Vertreter die Haltung zeigen und auch Vorbild sein in schwierigen Zeiten. Und das, was in Hanau passiert ist, hat in unserer Gesellschaft und vor allem auch in Hanau Wunden geschlagen. Und ich möchte hier für die Freien Demokraten noch einmal ganz klarstellen, Rassismus und Rechtsextremismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz und werden von uns jederzeit und überall bekämpft werden. Und der Extremismus, sondern es ist vor allem auch der Alltagsrassismus. All das, was passiert, was vielleicht man selbst unüberlegt tut, all das muss man hinterfragen. Und dann gibt es viele, viele Bereiche und viele Themen, denen man sich zuwenden kann. Und dieser besondere Fall in Hanau. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Nacht, als die Tickermeldungen kamen,
man die ganze Nacht vorm Rechner saß und nicht wusste, was da passiert, und am nächsten Morgen wir einvernehmlich auch übereingekommen sind, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können. Und als sich der Nebel gelichtet hat und wir die Bluttat genau beobachten und bewerten konnten, waren wir, glaube ich, alle sehr erschüttert. Und hier wurde viel gesprochen über die Menschen, und das ist auch absolut richtig so. 9 junge Menschen wurden aus dem Leben gerissen. Und ich glaube, für jeden, der Kinder hat, die Vorstellung, dass sein Kind viel zu früh aus dem Leben gerissen wird, ist eine unvorstellbare Vorstellung. Aber auch wenn man nahe Verwandte verliert, dann hinterlässt das einfach eine Leere in einem. Und das haben viele Menschen vielleicht hier auch schon erlebt. Und in dieser Trauer und für diese Trauer, um die bewältigen zu können und auch abschließen zu können, braucht man in vielen Dingen Gewissheit. Und wenn Ungewissheit es einem nicht ermöglicht, in diese Phase der Trauer einzutreten, dann kann man damit nicht abschließen und kann auch keinen Frieden finden, und dann können auch die Wunden nicht heilen. Und darum ist aus unserer Sicht die Aufklärung und auch die Aufklärung in einer Weise, dass auch kein Platz für Gerüchte und Vermutungen bleibt, nämlich weit mehr Aufklärung, als die normalerweise vielleicht von unserem Rechtsstaat zu leisten ist. Darum ist es auch eine politische Frage, diese Aufklärung, um sicherzustellen, dass das Vertrauen in unsere Gesellschaft, aber vor allem in die Institutionen unseres Staates, nicht erschüttert wird durch so eine Tat. Denn dann wäre der Schaden noch viel, viel, viel größer, als er jetzt schon ist. Und ich muss ehrlich sagen, als jemand, der immer hier auch die Fahne der Polizei hochhält und der großes Vertrauen zu unserem Rechtsstaat hat, es muss auch dorthin geschaut werden, wo es womöglich wehtut. Und dann muss man das tun, weil es ist wichtig für das Vertrauen der Menschen in unsere Institutionen. Und es ist keinesfalls so, dass die Dinge nur zum Guten stehen hier. Ich bedauere das sehr, dass wir hier keine gemeinsame Haltung entwickelt haben als Hessischer Landtag. Wir haben hier eine wunderbare Gedenkveranstaltung abgehalten mit den Opferfamilien. Mein Dank gilt hier auch nochmal dem Landtagspräsidenten, der das in einer sehr würdigen Form hier umgesetzt hat auch. Und dennoch ist es uns nicht gelungen, hier über eine sehr breite Mehrheit eine gemeinsame Haltung zu formulieren. Und warum ist uns das nicht gelungen? Und da möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht auf irgendjemand deuten, aber ich warne davor, dass es zu einer Instrumentalisierung, zu einer politischen Instrumentalisierung dieser schlimmen Tat kommt. Das würde auch Schaden in unserer demokratischen Gesellschaft auslösen. Und wenn ich mir den einen oder anderen Antrag anschaue, der impliziert sozusagen mit 14 Punkten Rechtfertigung, dass man doch alles richtig gemacht hat, gar nicht, worum es geht in dieser Debatte. Es geht nicht um Schuld bei der Regierung oder Unvermögen bei der Kritik der Opposition. Es geht hier um eine Haltungsfrage. Es geht um die Haltung des Hessischen Landtags in einer breiten Mehrheit, die den Menschen klar signalisiert, dass wir geschlossen über das Parteiklein-Klein hinaus zu dieser oder gegen diese rassistische, extremistische Tat stehen. Und das ist uns heute nicht gelungen. Und darum sollten wir auch überlegen, und da ist natürlich ein Stück weit die Möglichkeit der Regierungsfraktionen ein bisschen anders als die der Oppositionsfraktionen, dann muss man schon überlegen, wie viel Weg hätte man eigentlich noch gehen können und warum er nicht gegangen ist. Also ich möchte wirklich nicht politisch ins Klein-Klein gehen, und ich werde es hier jetzt auch einfach nicht tun, obwohl es mir schwerfällt.
Es ist wichtig, dass wir die Wunden in Hanau heilen. Es ist wichtig, dass wir die gesellschaftlichen Wunden heilen. Es ist richtig, dass Sie alle gesagt haben, dass Sie dazu stehen. Es ist schade, dass wir es nicht gemeinsam formuliert bekommen haben. Und darum bleibt ein Wermutstropfen heute in der Diskussion zurück. Und das müssen wir auch ehrlich eingestehen. Und darum ist es nur zu 98% ein guter Tag. Denn die letzten 2% haben wir als Hessischer Landtag heute nicht hinbekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege René Rock.